zusammen. Viele haben mich gefragt, wie sie denn den Schwerpunkt im Jurastudium wählen sollen, wie ich ihn gewählt habe. Da es mittlerweile ja wirklich zahlreiche Pakete gibt oder Möglichkeiten, wie man den Schwerpunkt setzt. Ich muss sagen, bei uns war das damals an der Universität in Freiburg nicht so möglich, dass man das wirklich da ein bisschen stückelt und da ein bisschen stückelt oder so. Es wurde halt ein Schwerpunkt gewählt. Nach dem dritten Semester war das angedacht und das habe ich dann auch gemacht. Die Schwerpunkte, wie lange sie waren, war unterschiedlich. Also in der Regel waren die meisten Schwerpunkte 3 Semester lang, sodass man wirklich mit dem 6. Semester fertig wurde und dann rein theoretisch nach Regelstudienzeit 2 Semester gelernt hat und nach dem 8. Semester ins Examen für den Freischuss gehen konnte. So habe ich das damals gemacht. Mittlerweile gibt es da zahlreiche Modelle und Möglichkeiten und manche machen ja erst nach dem Examen ihren Schwerpunkt. Ob ich das empfehlen kann, kann ich euch nicht sagen. Ich fand meinen Weg sehr gut. Ich bin froh, dass ich ihn so gemacht habe, weil ich auch viel in meinem Schwerpunkt gelernt habe fürs Examen. Und da kommen wir schon zum Punkt, wie wähle ich denn meinen Schwerpunkt? Ich kann euch nicht sagen, was für Schwerpunkte es euch bei euch in der Uni gibt, weil da sind die Unis wirklich frei, wie sie es gestalten und wie sich das zusammensetzt. Und jede Uni hat da so ein bisschen seine Spezialitäten. Bei uns war mit einer der Spezialitäten an der Universität Freiburg besonders geistiges Eigentum. Es lag daran, dass wir einen ziemlich renommierten Professor, glaube ich, haben für geistiges Eigentum. Der Professor Hedeke, ich weiß nicht, ob der noch an der Universität jetzt ist, aber war natürlich dann auch ein beliebter Schwerpunkt bei uns. Ich habe mir damals echt Gedanken gemacht, lange, weil ich nicht wusste, was jetzt wirklich zu mir passte. Geistiges Eigentum, habe ich gedacht, hört sich richtig interessant an, aber ich wusste nicht, ist es denn das, was ich später mal machen will? Und solche Gedanken macht man sich ja auch. Man denkt ja nicht nur von heute auf morgen, sondern was will ich mit dem Schwerpunkt? Und dann gibt es natürlich oft strafrechtliche Schwerpunkte. Das war bei mir schon völlig draußen, weil ich schnell gemerkt hatte, dass Strafrecht nicht so mein Steckenpferd ist, sondern mir war klar, ich mache auf jeden Fall Zivilrecht. Öffentliches Recht somit auch nicht. Und Zivilrecht gab es noch Arbeit und Soziales. Da bin ich ein bisschen traurig, dass ich das heute nicht gewählt hatte. Ich hatte es damals nicht gewählt, weil mir eben dieses Sozialrecht sehr, sehr Angst gemacht hatte. Eben mit seinen ganz, ganz vielen Büchern habe ich gedacht, oh, so viele Gesetzbücher, das kriege ich nie hin. Heute hätte ich wahrscheinlich Arbeits- und Soziales gewählt, einfach weil ich natürlich jetzt auch im Arbeitsrecht tätig bin und deswegen ein großes Interesse am Arbeitsrecht habe und auch die Liebe dafür gewonnen habe. Das war damals noch gar nicht. In meinem Studium habe ich mich gar nicht fürs Arbeitsrecht interessiert. Ist auch mit einem Punkt, den ich ansprechen wollte. Ein Schwerpunkt legt euch nicht fest. Mit dem Schwerpunkt wählt ihr nicht euer späteres Leben. Das ist also wirklich eigentlich völliger Quatsch. Natürlich, wenn ihr ein stringent durchgehend immer geistiges Eigentum gemacht habt, ist das natürlich toll. Dann weiß man, die wusste schon immer oder der wusste schon immer, was er gemacht hat. Aber es heißt nicht, wenn ihr mal Strafrecht gemacht habt, dann könnt ihr nur Strafrechtler werden. Nein, im Studium wählt man im 3. Semester. Da weiß man ja noch nicht so, was man später mal werden kann oder will. Und deswegen wird euch das sicherlich nicht irgendwas versperren, wenn ihr Strafrecht wählt und später mal Zivilrecht machen wollt. Und so war das bei mir eben auch. Mein Schwerpunkt hieß Zivilrechtspflege in Justiz und Anwaltschaft, wenn ich mich nicht täusche. Aber das sagt nicht so viel darüber aus, was wirklich in dem Schwerpunkt vertreten war. Also vertreten war hauptsächlich Zivilprozessrecht, internationales Zivilprozessrecht, also ihr seht schon, sehr prozesslastig. Dann hatten wir aber auch Gestaltungsvorlesungen, also es ging natürlich auch um die Anwaltschaft. Da hatten wir anwaltliches Standesrecht drin und Gestaltungsrecht im Erbrecht, Familienrecht. Und ich habe ganz ehrlich das damals deswegen gewählt, weil ihr jetzt bestimmt denkt, oh Gott, das hört sich ein bisschen langweilig an, weil ich bewusst fürs Examen gewählt habe. Ich habe gewählt nach den Sachen, die ich zu der Zeit am wenigsten konnte. Ich habe mir gesagt, was kommt immer im Examen dran und worauf legen wir im Studium relativ wenig Wert. Und das war eben eins der Sachen, die ich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hatte, das Prozessrecht. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt. Wir hatten einen sehr, sehr, sehr guten Professor an der Universität Freiburg, Professor Stürner, den kennt vielleicht der eine oder andere. Der hat nämlich auch dann viele Bücher geschrieben und ist auch sehr renommiert. Und das war ein wirklich guter Schwerpunkt, das muss ich wirklich sagen. Ich bin froh, dass ich ihn gewählt habe. Ich habe viel über
Das Standesrecht gelernt der Anwaltschaft, das war damals ein bisschen so ein Nebenschauplatz, wo ich gedacht habe, das brauche ich ja wahrscheinlich erst nicht mehr, weil man ja gar nicht wusste, ob man Anwalt werden will. Aber das Prozessrecht hat mir viel gelernt, das internationale Prozessrecht, was man ja eigentlich sonst überhaupt nicht macht. Aber eben auch die ZPO und das Familienrecht. Und die ZPO-Vorlesung hatte ich nicht wirklich besucht, aber da war es auf einmal Pflicht, weil es könnte ja dann in der Abschlussprüfung kommen. Und ich bin froh, dass ich diesen Schwerpunkt gewählt habe, obwohl ich auch sagen muss, und das müsst ihr euch auch vor Augen führen, der Schwerpunkt zählt mit in die Examensnote am Schluss. Was ich selber nicht fair finde, ich finde es nicht gut, aber das ist nur meine Ansicht, das muss jeder anders sehen und jeder für sich, weil, und das werde ich jetzt eben auch sagen, warum, weil die Noten eben so stark auseinanderfallen. Und deswegen muss ich euch warnen, wenn ihr den Schwerpunkt wählt, wählt nicht nur interessebezogen, sondern auch wirklich weise. Ihr solltet natürlich keinen Schwerpunkt wählen, den ihr total langweilig findet. Aber bei uns war es eben so, die Schwerpunktnoten sind schon stark auseinandergegangen und die Schwerpunktsvoraussetzungen sind auch stark auseinandergegangen. Bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten 4 kleine Klausuren, die wir schreiben mussten im Schwerpunkt und dann eine 5-stündige Abschlussklausur. Es waren viele Schwerpunkte so aufgebaut, aber manche Schwerpunkte hatten auch 4 kleine Klausuren und eine mündliche Abschlussklausur. Und ich weiß nicht, wie ihr das handhabt oder wie ihr das denkt, aber ich schneide in mündlichen Prüfungen immer besser ab. Weil man kann sich irgendwie immer ein bisschen rausquatschen. Und das kann man eben bei der schriftlichen nicht. Andere finden wieder schriftliche besser und das andere nicht. Deswegen fand ich das damals und jetzt finde ich es immer noch sehr unfair. Man sollte es standardisiert machen. Jeder schreibt am Ende eine Abschlussklausur. Und das war eben auch eins der Mitgründe, warum die Noten so auseinandergegangen sind. Unser Schwerpunkt hatte, glaube ich, einen Schnitt von 7 Punkten. Mit eins der schlechtesten Schwerpunktschnitte, weil Schwerpunkt generell eigentlich einen im Examen am Ende immer hochziehen. Und dann gab es Schwerpunkte, Handelsrecht war, glaube ich, bei uns auch relativ schwach von den Noten. Und dann gab es bei uns Rechtsgeschichte, der hatte einen Schwerpunktsdurchschnitt von 14 Punkten. Und das ist, und ihr wisst, alle, die jetzt Jura auch studieren, wissen, dass 14 Punkte kein normaler Schnitt ist und keine normale Note. Und die meisten Leute, die 14 Punkte im Schnitt hatten, wahrscheinlich keine einzige Klausur im Examen jemals mit 14 Punkten schreiben werden. Und auf einmal schiebt einen dieser Schwerpunkt 2 Notenstufen hoch, obwohl man vielleicht nur ein Examen von 6 Punkten schreibt. Und deswegen finde ich den Schwerpunkt sehr, sehr unfair aufgebaut und ich finde, das kann man eigentlich nicht machen. Eigentlich dürfte der Schwerpunkt nicht dazugehören im Examen. Und das ist dann auch der Punkt, wo ich dabei bin. In der Praxis, man macht sich ja sehr viele Gedanken, wie weit sollte ich Schwerpunkt wählen hinsichtlich des späteren Berufswahl. Soll ich dann lieber wirklich nur auf die Note schauen, dann ziehe ich eben Rechtsgeschichte durch, weil es so lustig ist. Da muss ich sagen, würde ich nicht machen. Aber nur kann ich euch nur erzählen, was ich erlebt habe und was ich so von Freunden und so mitbekommen habe. Natürlich ist es so, wenn ihr euch für den Staatsdienst bewerbt, also für Richteramt, für Staatsanwaltschaft oder sogar in der Verwaltung, dann müssen die natürlich ihr eigenes gebautes Modell vertreten und deswegen wird der Schwerpunkt nicht rausgerechnet, sondern ihr habt ja 2 Zeugnisse am Ende, jedenfalls in Baden-Württemberg, staatlicher Teil, universitärer Teil und der wird ja zusammen für die gesamte Note gerechnet. Für die Bewerbung für den Staatsdienst müssen die natürlich die Gesamtnote bewerten. Sie können ja nicht sagen, ach, der Schwerpunkt interessiert es nicht, am Ende steht die Staatsnote, sondern da müssen sie natürlich auch die Gesamtnote so nehmen, wie sie ist. Deswegen, in so Momenten denkt man sich natürlich, vielleicht hätte man lieber notenbedingt gewählt. Aber in der normalen Praxis, und wenn man jetzt überlegt, dass 80% aller Absolventen Anwälte werden, um die 80% oder nicht in den Staatsdienst gehen zumindest, da ist es anders. Die Praxis ist da noch sehr, sehr veraltet vielleicht. Sie weiß nicht wirklich, was man mit diesem Schwerpunkt anfangen soll. Und in all den Kanzleien oder Orten, wo ich mich beworben habe, hat der Schwerpunkt nicht interessiert. Der hat soweit nicht interessiert. Natürlich haben sie gefragt, oh, was hast du da gemacht? Und aha. Und, aber sonst, nee, Note, wenn das Staatsexamen nicht passt, dann ist es egal. Und dann war es auch so, ich hatte mich auch bei einer sehr großen Kanzlei beworben und das war auch dann überhaupt nicht schlimm, weil der Schwerpunkt, dass die Examensnote besser war als der Schwerpunkt, was sehr, sehr, sehr selten ist, weil eigentlich genau umgekehrt. Die haben sich eher darüber lustig gemacht, weil sie wussten, wie es normalerweise ist. Meinten sie, das ist ja lustig, dein Examen ist besser als dein Schwerpunkt und so. Aber da die Examensnote gut war, haben sie gesagt, okay, wenn der Schwerpunkt schlechter ist als das Examen, ist das Wurst. Und so war es dann auch später mal in meinem Beruf. Als ich mich da als Anwältin beworben habe, hat der Schwerpunkt auch nicht interessiert. Deswegen
müsst ihr ein bisschen gucken. Ich würde wirklich gucken, dass ich etwas wähle, was mir gefällt, auch wenn die Note vielleicht nicht so gut ausfällt. Aber man sollte sich vielleicht doch in der Hinsicht treu bleiben und gucken, dass man da nicht nur auf diese Punkte guckt. Weil am Ende müsst ihr es doch 3 Semester durchziehen oder 4 sogar bei manchen. Und ihr solltet ein bisschen Spaß am Lernen haben und nicht die ganze Zeit euch erinnern, oh, ich mache das ja wegen der Note. Und für mich wäre Rechtsgeschichte wahrscheinlich der seelische Tod gewesen im Examen oder halt im Schwerpunkt. Deswegen bin ich froh, dass ich es nicht genommen habe, auch wenn Rechtsgeschichte weniger Semester gebraucht hat. Ich glaube, Strafrecht und Rechtsgeschichte waren bei uns nur 2 Semester, was ja wieder so eine Sache ist, die nicht fair ist. Aber egal. Das ist so mein Tipp an euch für die Schwerpunktswahl. Muss nicht jeder so sehen wie ich, aber ich kann euch nur meine Meinung mitgeben auf den Weg und hoffe, dass ich dem einen oder anderen helfen konnte. Bis bald. Tschüss.